Oh Scheiße. Ne, Natururin schon wieder dran. Ich bin schon wieder am Friesen. Ich leg mal meinen scheiß dreckigen Teller weg, damit ich wieder Video machen kann. Von der verschissenen 10-Tages-Wanderung. Jetzt kommt Tag 9. Und ich bin natürlich schon wieder am Bier trinken. So, jetzt Tag 9 der Wanderung beginnt. An dem Tag bin ich natürlich auch wieder den Harry-Zeix-Stieg gelaufen. Oder wir beide, ich und Arschloch. Da sind wir von Königshütte über die Rabode Talsperre nach Altenbrack bzw. zwischen Altenbrack und Treseburg. Da haben wir gepennt. In so einer verschissenen Holzhütte. Aber das wird ihr jetzt gleich im Videoinhalt Content sehen. So, nicht lang schnacken, jetzt Videostart kommt. Ne, guten Morgen. Es ist hier kurz nach 6 und langsam aufstehen. Diese beschissenen Scheißsachen einpacken und Zelt abbauen. Weil vielleicht kommt später Scheißregen. Und wir wollen Rabbode zu treffen. Diese Scheißsperre, der Rabbode-Talsperre. Und da haben wir ein bisschen Scheißweg vor uns. So, jetzt dieser Scheißzelt abbauen und ein bisschen aufräumen, dieses Scheißdreck wegmachen und dann weiter zu gelaufen. Voll Fettkäfer gefunden. Guck mal, welche Fett das hat. Ich habe meine scheiß Zähne gewaschen. Und jetzt Start kommt. Wir haben jetzt, glaube ich, 6:30 oder so. So, jetzt gelaufen wir zu dieser, weiß ich nicht, 6:50 Uhr, und es ist warm genug, um diese scheiß Pullis auszuziehen. Milchbrötchen fressen. Bitte stopp! Stopp kommt! Lass mal gekommen. Wir laufen jetzt mit Scheißbein zur Rabbode-Tal-Vorsperre. Voll cool Aussicht. Mit Harz dran. Zu Kuke. Da hinten ist diese Rabbode-Vorsperre. Da kommt Wasser runter. 4 Scheiß-KM haben wir gemacht. Aufgenommen. Ja, das hier ist diese Rabbode-Vorsperre. Ja. Vorsperre. Voll hoch dran. Und hier noch mehr Scheißwasser. Vielleicht mit Urin mit von Hirsch dran. Ne, hier Blumen gefunden. Blumen. Ne, Hasselvorsperre gefunden. Das hier ist Hasselvorsperre. Hasselvorsperre. Ne, ich habe hier was gefangen. So ein voll Fettstück Wichse. Mal freilassen. Schon wieder hochlaufen. Ne, noch weiter hochlaufen. Das ist voll cool. Und noch mehr Waldduft von Wald kommt. Ne, voll Schrottbaum. Voll Schrottbaum. Schon wieder ein bisschen scheiße verlaufen. Und jetzt versuchen wir so einen Scheißweg zu finden. Mit Schätzung, mit Kopf. Oh Scheiße. Umgekippte Scheißbäume auf dem Weg. Wir haben uns voll verlaufen. Voll Scheiße. So, jetzt sitzen wir hier an diesem Teich fest. Das ist die Rabbode. Und wir wissen nicht, wo diese Rabbode-Talsperre ist. Vielleicht sind wir falsch rumgelaufen. Wir haben gerade aus diesem Scheißteich Wasser geholt.
damit wir wieder saufen können. Wasser trinken können, Teichwasser. Oh Scheiße, wir sind falsch gelaufen. Wir laufen den ganzen Scheißweg wieder zurück und das war bestimmt mehr als ein Scheißkilometer durch hier, wo Scheißbäume umgeknickt sind. Nee, Baum zu gefallen! Baumfeld! Aber diesmal mit Maschine. Diese Scheißhütte, wo man sich reinsetzen kann, in Ruinenform. Keiner hat Pflege gemacht. Jetzt weiter zu gelaufen. Wir haben den ganzen Scheißweg zurückgelaufen. Weil das voll falsch war. Voll Sackgasse. Nee. Schon wieder ist dieser Scheißrad abgeflogen. Schon wieder Rad reparieren. Ne, Scheißregen kommt. Scheißregen. Ein paar Scheißregentropfen. Scheiße, mein Scheißrad bremst auch langsam. Kabriamstreifen. Eben gerade vorhin sind wir hochgelaufen. Aber jetzt kommt bergab. Und gleich diese Vollfettsperre zu getroffen. Und mit Scheißaugen dran gucken. Diese Brems hier. Bremsspur von Rad habe ich weggemacht. Da war vielleicht ein Stein oder so gewesen. Und mit so einem Scheißstock habe ich hier dran gemacht. Damit das weggeht. Damit das leichter zu schieben ist. Ne. Hier geht's runter und da vorne geht's wieder hoch. Wir gehen zur Rappoder Talsperre. Wir sind fast da. Hier ist so eine Scheißstraße und die fährt wahrscheinlich drüber über diese Sperre. Bin mal gespannt, wie die aussieht gleich. So, da ist diese Scheißbrücke, Hängebrücke, einer der größten, keine Ahnung, vielleicht der zweitgrößte weltweit, glaube ich. Fußgänger-Hängebrücke. Weltweit längste Hängebrücke dieser Art. Aber wir wollen da kein Geld bezahlen, deswegen laufen wir Scheißstraßen. Das hier ist die Rappodetal-Scheißsperre. Mit dieser längste Hängebrücke dieser Art der Welt. Aber das hier ist diese Sperre, dieses Staudamm. Voll fett Staumauer. Voll fett Staumauer. Mit voll Langbrücke. Und da hinten ganz viel Wasser. voll hoch. Wir sind in Osten. Sag mal Osten. 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 16 Uhr und wir haben 23 Scheiß-KM gemacht heute. Müssen wir noch weiterlaufen? voll cool Aussicht. Mit denen hier, wo Zaun dran ist. Hier, wie heißen die Dinger nochmal? Stromkabelhalter. Voll Fettschläucher. Voll Fettröhre. Voll Fettstrohhalm. Wir haben Hexenstieg verloren und jetzt laufen wir durch diese Scheißstraße. Boosthaus mit Spinnweben dran. Voll Schrotthaus gefunden. Mit Tür oben im Dach drin. Voll Schrotthaus. Klebt kommt, klebt kommt, klebt kommt. Tanzzapfen Ziel werfen. Oh Scheiße. Ach dein Leben. Scheißstange zum Sport machen gefunden. Matsch gefunden. Matsch. Jetzt nach Richtung Scheißtale laufen. Immer noch. Und wenn Dunkle kommt, dann schon wieder Scheißzelt aufbauen. Voll Altbrücke. 1887 erbaut, aber voll Altbrücke. Immer weiter zu gelaufen, mit Beine, bis Fußschmerzen kommt. Fußschmerzen, mit Scheißbeine, Fußschmerzen, Fußschmerzen. Da oben sind Häuser. Und auch voll cool Ausblick. So ein bisschen. wir suchen jetzt Scheißzeltplatz. Irgendwo. Mal gucken, wie das aussieht. Guck mal, hier sind vielleicht ein paar Urinsteine runtergefallen. Noch mehr Urinsteine. Geht voll steil. voll steil runter. Da unten ist Fluss. Das hier
Das ist der letzte Pennplatz. Diese Hütte. Es wird voll unangenehm. Aber hier pennen wir heute. Weil wir keinen vernünftigen Zeltplatz gefunden haben, wo uns keiner sieht. Und von Arschloch seine Scheißbeine kaputt sind. Und er voll müde ist. Haben wir dieses Haus hier gefunden. Und hier pennen wir diese Scheißnacht. Und ich mache jetzt kalte Ravioli mit meinem scheiß Schweizer Taschenmesser auf. Ne, scheiß Ravioli aufgemacht. Jetzt kalt frieren. Und hier sind Scheißkerzen. Die haben die ganze Scheißwoche gehalten. So, jetzt zu gefressen. Kalt. Diese Mauer hier zum Schutz für Tiere. Ja, weil vielleicht gekommen Wildschwein hierher. Ja, Wildschwein. Wildschwein. So, und jetzt noch ein paar Fressen und dann gebe ich weiter diese Fressen an diese Arschloch. Damit Arschloch auch frisst. So, langsam dunkle kommt. Wir hatten heute 34,7 km gemacht. Das war die längste Wanderung in Harz. Die letzten Tage. An einem Tag. Weil diesmal haben wir weniger diese komischen Berge. Gut, letzte Nacht in Harz. Aber diesmal auf diese scheiß Holz mit Harz dran. Gute Nacht. Nee, das war Tag Nummer 9 der 10-Tages-Wanderung. Beim nächsten Mal mache ich das letzte Scheiß-Video der Wanderung. Und zwar Tag Nummer 10. Ist auf jeden Fall voll cool Tour. Also sprich, beim nächsten Mal wird das letzte Video sein von dieser Wanderung. Und danach kommen noch andere Videos mit anderen Themen dann. Da würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer beschissener Natururin.